Ja, das ist schon hin. So. Jetzt ist die Frage, gehe ich erstmal nach da hinten oder gehe ich erstmal nach da? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wir gehen erstmal nach draußen. Danke, Mappa. Hat. Katapa, kennst du Katapa Ah. nicht? Nein. Ah, hier habe ich direkt eine Quest. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Gibt heute Currywurst. Ich. Ja, voll geil. Freue ich mich schon drauf. Habe ich Grüß dich mir. Hä? von Herbert Grönemeyer, Currywurst. Nein, ich rede vom Essen. Ja, ich ja, aber da geht es ja auch um Currywurst. Ja. Ja, das ist Kaius. Frisches. Frisches! Was geht? Moin! Bis ich hab vergessen, mich zu heilen. Na gut, aber ich habe ja Level 20 erreicht, Gott sei Dank schon. Ich darf also Gott sei Dank sterben. Welch ein Glück. Ich wollte gerade sagen, scheiße, jetzt ist mein ganzer Fortschritt da hinüber, aber ist ja Gott sei Dank nicht. Nee, 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 Ich habe nee. ja, ich habe Level 20 erreicht und ich habe meinen Titel bekommen, also. Na, ich bin sicher. Du kannst das Spiel jetzt hier installieren. Das Was? erreicht. Nö. Das Ach Endgame habe ich noch so. nicht erreicht. Ich will doch noch ins Endgame. Irgendwann. Oh. Also wie Avengers Endgame. Nein. Nein, wirklich Mann. nicht. Nein. Gib mir doch mal eine Chance da jetzt, Kea. Nein. 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 Einfach nur nein. Naja. Hey, lässt du meine Rune bitte mein Rohr? Mach doch gar nichts. Nicht du. Ach Der Dirk. so. Dirkie Der Boy Dirk. hier. Der hat eben meine Rune angegriffen. Ja, so ein Dirk aber auch. Was für eine Frechheit. Welch eine Echt mal. Unverfrorenheit. Skandal. Im Sperrbezirk. Nein. Oh Gott, nee. Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? Skandalum Rosi. Nein. Aus jetzt. Böse. Was, die Currywurst kennst du nicht, aber das kennst du, ne? Ey. Ja, natürlich. Das muss man kennen, das ist Kult. Das ist cool, die Scheiße. Das ist richtig. Nee. Kulti gut. Wer Feines. findet dieses Lied gut? Ich? Du? Nein, das ist kein Argument. Doch. Nein. Okay, andere Stimmen. So, wer findet das Lied hier gut? Skandal im Sperrbezirk. Wer findet das gut? Skandal, wenn es denn geht. Das kenne ich nicht. Lauf, meine Tiger, lauf! Lauf, Tiger, lauf! Ach so, du meinst das von Hänsel und Gretel. Ah, okay. Katapa. Oh, Silber. Ich brauch Silber. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Nur dich, nur dich Aber allein. hier, da du ja gerade Bronze, sagtest, Skandal Silber um und Rosi, ne? Gold. Von wem ist es denn? Ja, Weiß scheiße, nicht. ne? Ja. Weiß ich nicht. Bei Interpreten bin ich immer. Genau, Spider Murphy Gang. Jupp, dürfte korrekt. Die Interpreten weiß ich nie. Das ist Spider Murphy Gang. Da. Skandal um Rosi. Ich glaube, war auch nur, glaube ich, so eine One-Hit-Wonder, oder? Ja? Ich glaube, mehr haben die nicht gemacht. Also, mir ist jetzt zumindest nichts anderes bekannt. Kannst du mal googeln. Habe ich so viel Zeit? Ja. Stimmt. Also. Ein neues Pferd im Stall. Das ist meine Ziege. Ein neues Pferd. Das ist eine Ziege. Pferd. Ziege, Ich hast du stehe mir im gestern noch Pferdestall, also gesagt. es ist ein Pferd.
nur weil du im Pferdestall stehst, ist es kein Pferd. Ja. Ab jetzt schon. Ich meine, wenn du jetzt einen Hund in den Katzenkorb machst, ist es auch keine Katze. Doch, wenn ich dem Hund Katzenohren anklebe, ist es eine Katze. Das ist völlig inakzeptabel. Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Okay. Was benötigt ihr? Kaufen, verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. 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 Was? Echt? Über 50 Songs? Ja gut, okay, dann keine Ahnung. Mann, kennst du dich aus? Habe ich nicht behauptet, aber ich meine, also wenn war halt, okay, können die ja gehabt haben, aber ich glaube, das war das, mit dem die halt am erfolgreichsten waren. Weil sonst sagt mir jetzt gerade erstmal so gar nichts. Ich werde reich. Ultra reich. Ey, Dufte? Ja gut. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Es war auch nur, so meines Wissens. Also ich kenne halt zumindest nur das eine, sagen wir es mal so. Was kann ich für euch tun? So, habe ich jetzt hier noch irgendwo... Ja, Bärenfälle. Was auch ein sehr cooles Lied ist. Von Gloria Gaynor. I am what I am. Das ist auch ein schönes Lied. Ja. Kennst du? Kenne ich aber. Kennst du? Ja. Das sagt Max, wie kann man das nicht mögen? In dem Geschmäcker verschieden sind. Ja, das darf ich durchgehen lassen, aber bei mir, bei dir doch nicht. Doch. Nein. Doch. Ja. Definitiv. Oder was auch immer gut ist, ist ILO. Geht auch immer. Oh Mann. Oh Mann. Man sagt, ich glaube nicht, dass das ein Lied ist, wenn man die am... Egal. Naja, es könnte musikalisch werden. Ja, gut, wenn sie auf seiner Flöte spielen, schon, klar. Oh, ihr Blick. Geil. Stolz ist halt hier, du. Das ist 18. Du kein Zwang an. Ich kuriere es gekonnt. Hä? Ich tue so, als wäre. Ich bin gar nicht da. Ich sitze hier nur. Ach, Dufte, das geht mir auch so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so 80er und auch so die Mixe davon. Klar, gerne auch mal ein Partylied, weil ich da quasi von hier da, wie heißt er denn, VLP infiziert wurde. Aber das ist dann auch, ja. Hm? Ich habe gar nichts gemacht. Hier, alle Kaffeekanne, ne? Oder wie heißt das andere ist, da? Das ist ein Kinderlied. Ja, oder Kinderlied. Es sind Kinderlieder. Stimmt, es ist FSK 18. Ich kann nicht endlich mein Next und jetzt. Fucky, tu dir keinen Zwang an, du gönn dir. Lass die Klöten baumeln, alles gut. Was? Er hat recht? Ist ab 18, er hat recht? Was? Er hat recht? Oh, was? Er hat doch recht. Oder willst du jetzt sagen, das stimmt nicht? Oh. Ich meine, du hast den Titel selber so angegeben. Hm. Was hast du denn für Sorgen? Och, Mäuse, komm. Schütt dein Herz aus. Was ist los? Nicht mehr, nee. Der Zug ist abgefahren gerade. Wohin? Ja, wohin ist abgefahren? Nein, wohin? Das weiß ich nicht. Das ist einfach weg. Er hat kein Ziel angegeben. Einfach weg. Welch? Über den Jordan. Ich glaube über den Jordan. Und was sagt der Jäger? Lauf? Nein. Ja, genau. Nach Banco, ja. Nur der kleine Udo, er darf nicht und das gefällt ihm nicht. Na. Hilf mir mal beim Bären suchen. Okay. Links von dir sind alles Wildschweine.
Links. Wildschweine. Links. Wildschweine. Das sind alles Wildschweine. Du hast gesagt Bären. Ja. Ist das ein Bär? Ach, ein Bär. Ich dachte, du meinst Bären. Hier, Heidelbär und so. Doch, das meinst du. Die waren doch da auch nicht. Jetzt musst du links von... Nein. Das sind doch auch noch nicht mal Bären gewesen. Du musst... Oh, Mädel. Du... Ja? Mach das nicht so schnell. Langsamer kann ich nicht gehen. Doch, ich bin alt. Jetzt mach das langsam. So. Mann, ich hab nicht mal meine Brille auf. Die hilft dir auch nicht mehr. Warum? Da ist ein Bär. Sag ich doch. Nein. Ja doch, du hörst nur noch nicht zu. Kauf dir meine Brille, du hörst so schlecht. Mhm. Ja, das ist wirklich. Wenn ich meine Brille auf habe, höre ich besser. Ja. Nun, fang mal mit an. Ja. Was soll das denn? Komm her, du kleines, süßes, neugieriges Bärchen. Komm zu Mama. Ich hab irgendwas im Auge. Ja, mit einer Brille wäre das nicht passiert. Ja, mit einer Brille ist es ja noch schlimmer. Du musst ja die Brille erstmal absetzen. Ey, die sollst du ja nicht im Auge pieksen. Wieso, wenn etwas hinter der Brille im Auge ist, dann musst du ja die Brille erstmal absetzen, dann musst du sie wieder aufsetzen. Wahrscheinlich hast du dann aus Versehen noch drauf gefasst, das heißt, du musst sie dann wahrscheinlich erst wieder sauber machen. Boah. Du denkst ja an Sorgen, ey. Du hast ja Sorgen. Also, das ist ja. Hab ich ja eben nicht, weil ich keine Brille habe. Ja, ich auch nicht, aber doch, mir geht's ja gar nicht. Aber Uli. Aber letztendlich bräuchte der Inno ein Glas, weil er auf einem Auge eh nichts sieht. Also würde eigentlich auch ein Monokel helfen. Würde ich gerade sagen. Aber, ja. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so in. Ja, gut. Nein. War das damals in? Ich weiß es gar nicht. War mal so ein Monokel in? Ja, natürlich. Echt? Ja. Ja, 18 irgendwas, oder was? Ja, aber es war in. Ja, wenn du das sagst. Hä? Gibt doch so viele Bilder von irgendwelchen Persönlichkeiten, Monokel, die Monokel getragen haben. Monokel. Also... Wird das wohl so, irgendwann vor 100 Jahren wohl mal innen gewesen sein, wenn das gegeben hat? Das wird mir so alles, das wird mir so klar, du hast so einen Monokel-Fetisch. Ja? Ehrlich, sie hat mal kurzzeitig nichts gesagt. Würde dir vielleicht auch mal ganz gut tun. Okay, warte, ab jetzt. Das schaffst du gar nicht. Diese Stille. Ja, ich kann auch gehen. Auch kein Problem. Also es ist nur ein Klick. Ein Klick. Und trotzdem so Kilometer weit entfernt. Heute bedeuten ja Entfernungen nichts mehr. Kommt auf die Sichtweise drauf an. Mm. Ich hab die letzten Bären. Hallo. Lass mich dich abrutzeln. Nett. Es ist der letzte seiner Art. Der kann doch hier nicht alleine rumlaufen. Nett. Ja. Ich tu ihm Gefallen. Nein. Doch. Vielleicht möchte er leben. Das wird er nicht tun schon. Na, jetzt sowieso nicht mehr. Was hast du denn hier gebritzelt? Ja! Brutzelbär! Neue Kindercomic! Brutzelbär? Brutzelbär! Ach, Brutzelbär! Hm. Ich glaube nicht, dass das so für Kinder geeignet ist. Handelt von einem verkohlten Bären, der immer wieder aufs Neue angezündet wird. Hm. Und das sind so. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das für Kinder geeignet ist. Doch! Das ist sehr kinderfreundlich! Meinst du? Ja, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich wäre nicht so. Da doch. Verzeih mir.
Nein. Ja doch. Nein, warum denn nicht? Am Arsch. Nee. Hallo, Brunnmoor. Oh nein, Sina. Nein. Das ist draußen. Das ist draußen. Chill deine Base. Ja, Pura. Was ist ja gar nicht was. Was heilst oder du dich eigentlich, du Spago? Oder später. Wann ist dir? Weiß ich nicht. Achso. Er ist erstmal los, Fotos noch die ganzen Sachen auspacken, die er eingekauft hatte. Wir haben endlich wieder Nahrungsmittel. Brunnmoor wurde besiegt. Die Liste, die wir gestern gemacht haben? Ja, die Liste, die ich gemacht habe, genau. Hallo? Hi. Die haben wir gemacht. Ich habe nur Kartoffeln zu beigetragen. Wollte ich gerade sagen. Das Einzige, was du zu beigetragen hast, waren Kartoffeln. Ja, und alles andere hast du ja schon aufgeschrieben. Ja, siehste? Ja. War halt schneller als du. Ja, so kann ich, so keine Kunst. Siehste? Tollwütiger Splitterhauer. Netter Name. Wir haben bald Stufe 21 erreicht. Das möchte ich noch erreichen. Stufe 21 heute. Wenn wir Stufe 21 haben, bin ich glücklich. Guck mal, das ist ein Bär. Ja, und? Brauche ich jetzt nicht mehr. Der letzte seiner Art, den du vorhin ausgerostet hast. Also ja, der letzte seiner Art aus der Gegend. Von dem Familienstamm. Ach so. Ja, das kann man ja mal machen. Meine Tochter ist auch immer schneller als alles andere, wenn es ums Essen geht. Ich auch. Ist doch gut, wenn die Kleine einen gesunden Appetit hat. Mhm. So soll es doch sein. Ich meine nicht dich. Wenn ich irgendwo höre, dass es um was Leckeres zu essen geht, bin ich schneller da, als man gucken kann. Obwohl, gut, da bin ich auch nicht anders. Das geht dann einfach nur so, Teller ist schon leer, Essen gebunkert und inhaliert. Und trotzdem genossen. Ich stell mir das gerade bei dir vor, es gibt irgendwas, was im Topf gemacht wird, dann nimmst du weg. Mein Schatz! Das bin original ich. Original. Frag Frisches. Das bin original ich. Oh, oder wenn zum Beispiel so das letzte Stück Schnitzel oder das letzte Stück Hühnchen oder irgendwas, nur noch ein Stück da ist. Und ich dann immer schon so hinschiele und dann noch so frage... Und für wen ist das letzte Stück? Und Fotos ist da nur so. Bestätigt. Ja, ist es! Komm, nimm, gönn dir! ich mach alles, um dieses letzte Stück ja, zu kriegen. Er hat es gerade bestätigt, du bist ein Biest. Aber dafür liebt er mich. Mein Schatz. Garstiger Mann, will mein Schatz stehen. Ja. Blöder, fetter Hobbit. Das bin ja ich. Also ich meine, nein, ich, nicht du. Nee, ich. Ich bin auch ein. Nee, ich bin auch ein Hobbit. Wieso? Hast du auch Haare auf den Füßen? Nee, aber auf den Zähnen. Ich habe eine wichtige Lektion gelernt. Ich weiß nicht, war das eigentlich nicht? Ja, doch. Nein, halt. Kann man durchaus mal. Man kann die durchgehen lassen. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Ist in Ordnung. So für zwischendurch. Ah, schön. So. Frisches, bist du da? Wir sind alle wohlbehalten aus dem Hügelgräberhöhlen zurückgekehrt und mir gehen langsam die Adjektive aus, um sie zu beschreiben. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten zu beschreiben, wie unwohl ich mich zwischen diesen Grabhügeln gefühlt habe. Und ich habe eine wichtige Lektion gelernt. Lass niemanden dein Buch lesen, bevor es fertig ist. Tom hatte keine bösen Absichten, aber ich möchte nicht riskieren, noch mehr Seiten an furchteinflößenden Orten zu verlieren. Das Aufspüren von Seiten ist eine mühsame Erfahrung, findet ihr nicht auch? Zu einem Überfluss ist Priska auch noch sauer auf mich. Sie glaubt, der Ausflug in die Hügelgräberhöhlen wäre meine Idee gewesen. Wo mir dieser Gedanke doch am entferntesten lag. Es war vor allem Ringelblumens Vorschlag. Ja, da muss ich mir schon etwas Aufregendes einfallen lassen, um dieses Abenteuer zu... Böse Ringelblume. Das war echt fantastisch. Wahr. Die Hügelgräberhöhlen waren genauso, wie ich sie mir erhofft hatte. Ich hatte keinen Moment lang wirklich Angst. Da muss ich mir schon etwas wahrhaft Aufregendes einfallen lassen, um unser letztes Abenteuer zu überbieten. Oh, bitte nicht, deine Mutter bringt mich um. Wir Boffins waren schon vieles.
Aber Helden? Davon weiß ich nichts. Ich habe schon öfter mit Ringelblume geschimpft, aber es hat nie etwas gebracht. Das Mädchen hat nichts als Abenteuer im Kopf. Abenteuer. Nichts als Ärger und Mühsal, wenn ihr mich fragt. Es wäre schön, mein Vetter Bingo kurz zu sehen, aber ich muss ihn bitten, so schnell wie möglich wieder zu gehen. Entweder hatte er einen schlechten Einfluss auf Ringelblume oder sie auf ihn. Aber wie dem auch sei. Wir beiden sind entschieden zu abenteuerlustig. Oh ja. Oh ja. Priska wird sich mit der Zeit schon wieder beruhigen. Oh yeah. Das tut sie immer. Ah, Priska. Achso, ja, das hat er ja gerade gesagt. Das tut sie immer. Nun, werde ich mal zahlreichen anderen Basen und Vettern treffen und Ringelblume die abenteuerlos ausreden. Ich glaube allerdings nicht, dass ich damit Erfolg haben werde. Und ganz zwischen uns gesagt, ich glaube nicht einmal, dass ich das wirklich will. Sie wird eine feine Heldin abgeben, wenn sie das wirklich sein will. Und Priska wird sich damit abfinden müssen. Aber erzählt ihr bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Wir brauchen immer noch einen Ort, an dem wir bleiben können, bis unsere Reise weitergeht. Meine Füße sind bereit, sogar fette Helden in der Straßenstaub zu schlucken. Weil wir ja vorher noch von fetten Hobbits geredet haben, hatte ich irgendwie noch Fett im Kopf und wollte erst fett sein. Aber schön, dass du es mitbekommen hast. Ja, nun. Ich dachte, ich hätte es noch rechtzeitig abwenden können, aber scheiße. Der Teufel liegt im Detail, ne? Oder wie sagt man? Das war ein schöner Besuch. Priska hat mir schließlich doch noch mein, wie auch immer, geartetes Beitum Sohn des Blumens Entscheidung verziehen. Eine Heldin statt ein Stubenhocker-Hobbit. Eine Heldin zu werden, und ich habe die Zeit mit meinen vielen Basen und Vettern genossen. Ich habe ihre Namen an den Seitenrändern meines Manuskripts vermerkt, damit ich sie nicht vergesse. Aber mehr bewundere ich, wie Priska sie alle behalten kann. Meine Füße sind bereit, wieder Straßenstaub zu schlucken. Ich habe auf deine Karte nachgeschaut. Der bestmöglich nächste Zwischenstopp scheint Bre zu sein. Lasst uns zum Westtor der Stadt reisen und ihr nur einen kurzen Besuch abstatten. Danach geht es weiter in die einsamen Lande auf zu neuen Abenteuern. Was? Verdorbelst? Wo? Ja, ganz viele Verdorbelst. Irgendwo bestimmt. Also vor allem hier, der Hobbit mit dem schönsten Grinsen überhaupt. Bingo Boffin. Ich hasse ihn. Ich liebe ihn. Nein. Nein, nicht wirklich. Einmal macht mir sein Haarschnitt Angst und zum anderen sein Lächeln. Das ist echt unheimlich. Zum anderen diese Blume, die ist tückisch, die an seiner an seinem Pitz ja, da diese hängt. Blume. Oder? Ich finde die unheimlich. Ja, die ist echt so ein bisschen. Ist creepy, ne? Die ist echt so ein bisschen unheimlich, da ja. Da könnte dir das mit Gas rauskommen, dass du umfällst. Ja, wie von bei Dead by Daylight, von dem Clown. Zum Bleistift. Da muss ich nämlich immer dran denken, wenn ich Bingo sehe. Boffin. Ey, vielleicht ist er das ja. Also, der hat sich jetzt als Bingo Boffin getarnt. Ja, aber wie ist er plötzlich so klein geworden? Wer weiß, was der für eine Krankheit hat. Ist alles... Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Man weiß es ja nicht. So, ich muss ja auch mal kurz aufs Klo. Bis gleich. Bis gleich. Es wird, glaube ich, nur eine Ewigkeit dauern, bis wir in Bre sind. Eine wirkliche Ewigkeit. Obwohl Bre gar nicht mehr so weit weg ist, ne? Bre ist da und wir tun hier die ganze Zeit rum. Aber wie gesagt, bis Level 21 Major noch. Bis Level 21. Und dann mal gucken. Entweder morgens spontan oder Mittwochabend. Weil vormittags bin ich bei meiner Oma. Die ziehe ich jetzt auch ganz schön wieder an, deswegen kann die nicht so schnell. Ja, stimmt. Ist gar nicht, aber hat, glaube ich, hat sie die gleiche Geschwindigkeit? Geschwindigkeit 62? Ah, ne. Tatsächlich, die Ziege ist sogar langsamer als mein Pferd. Das Pferd rennt schneller. Aber ich finde die Ziege cool. Ich bin froh, dass ich die bekommen habe. Auch wenn es harte Arbeit war. Hat mir eine ganze Nacht gekostet. Hat ja auch kurze Beine. Ja?
Das heißt aber nicht immer alles. Aber ich glaube, es liegt halt größtenteils an diesem fetten Bierfass, was da hinten drauf ist. Ich glaube, da könnte nicht mein Pferd so schnell rennen. Da ist auch noch was. Das brauche ich auch noch. Jo. Abbauen. Armer Hybrid, 4 Tage konnte das Wort Ziege nicht mehr hören. Ja, oh, das tat mir so leid. Ich habe ihn die ganze Nacht damit genervt. Und er ist, glaube ich, auch erst dann ins Bett gegangen, als ich die Ziege hatte. Wir haben uns eigentlich so quasi gegenseitig wachgehalten. Er hat ja seine Waffen gemacht. Und ich habe meine Ziege hier quasi gefarmt. Es war eine harte Nacht. War echt eine harte Nacht. Aber ich war froh, als ich sie hatte. Ich habe sogar direkt von dem Moment noch einen Screenshot gemacht. Warum belästigt ihr mich? In dem Moment, wo ich die Ziege bekommen habe, wurde er bockig. Sozusagen, ja. Und ein neues Ausrüstungsstück. Okay, jetzt muss ich die anderen Sachen da hinten abgeben. Jetzt ist die Frage, finde ich den Weg wieder zurück? Irgendwo ist hier jetzt ein Weg in die Hügelgräberhöhen. Ich muss ihn halt nur finden. Ouchie. Ich glaube, hier war's. Hier hoch. Und da hinten ist Bre. Ja, hier kann man schön auf Bre rüber gucken. Zu Bre übersehen. Ach, das dope, bis wir da sind. Erstmal haben die Hügelgräberhöhe noch Vorrang. Oh, Abratte. Ich will dich nicht. Das ist das letzte Viech, was ich suche. Hier können wir die nächsten Quests abgeben und kriegen wahrscheinlich auch wieder neue. Hoffe ich zumindest. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Was kann ich für euch tun? Und wir sind gleich. Juhu, wir sind 21. Ja. Ziel erreicht. Was kann ich für euch tun? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ich grüße euch. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Der Umhang ist deutlich besser. Naja. So. Nein. Weg damit. Weg damit. Dann mache ich einmal hier hin. War, glaube ich, das, was ich noch machen musste. Ja. Hallo. Den brauche ich. Ne. Ich habe Stufe 21 erreicht. Das ist sehr schön. Ich muss jetzt auch mal... Wie lange machst du noch? Jetzt nicht mehr so lange. Okay, gut. Weil ich bin jetzt auch offline, weil allerdings... Monique kommt gleich noch eben vorbei, weil ich es abholen wollte. Das war auch geplant. Ich habe es nur einfach verpeilt in meiner... Mal wieder. Blutheit. Ja, genau. Nee. Wie gesagt, mal, so lange mache ich jetzt auch nicht mehr. Da bin ich jetzt auch mal raus. Ich würde es einfach sagen, wir schreiben. Io. Ne? Wenn es sein muss, ja. So. Ja, ja.
Ja, es muss sein. Okay, na gut. Ja, wenn du es meinst. Gut. Ja, ich zwing dich quasi, Zigger. Okay. Dann allen anderen noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Ja. Gehabt euch wohl, bleibt alle gesund. Ja. Ciao, Frisches. Mr. Frisches. Mr. Frisches. Mr. Frisches vom Fasse. Okay. Ja. Ich würde sagen, ja, bis später. Jetzt klingelt mal mein Telefon. Okay, wir tickern. Jo. Okay, ciao. Tschüss. Ist das so eine. Ist das so ein Magier? Ja, quasi. Also, im Final Fantasy-Universum wäre es ein Rotmagier, sagen wir es mal so. Also, man kann die Rasse, die Klasse, die ich hier spiele, kann man als DD spielen. Man kann sie aber auch als Heiler spielen. Und ja, du hast halt, warte mal, das hier ist halt quasi der Heiler-Skillbaum, das hier ist der DD-Skillbaum und das hier auch so, so teilweise. Das ist aber halt eher für passive Sachen, beziehungsweise das hier ist halt Feuer, größtenteils Feuerangriffe, das ist Blitzangriff, um halt Gegner zu stunnen und so weiter. Ja, ich bin eher Heiler. Beziehungsweise, ja, ja doch. Kann man so sagen. Aber ich mache halt auch trotzdem gut Schaden. Ich bin halt ein Magier, der Schaden über Zeit macht. Ich heile über Zeit, habe zwar auch meine direkt magischen Angriffe und ich habe auch meine direkten Heilangriffe, Heilzauber. Das sind die hier vorne. Ich darf was kosten. Ich erzähle gleich weiter. Aber scharf. Ja. Oho. Haben wir noch Milch? Zu scharf? Etwas. Etwas, oh. Etwas zu scharf, aber mega lecker. Etwas scharf. Aber es ist lecker. Zu scharf? Etwas. aber man könnte es noch essen. Okay, dann fahre ich bei dir noch. Das klingt gut. Das klingt gut. Er hätte Koch werden sollen. Oh Gott, er hätte echt Koch werden sollen. Er hat seine Berufung verfehlt. Alles oh Gott! ich dachte, er ist schon weg. Ich dachte, du bist schon draußen. Ich dachte, hey, du bist schon draußen, ich hab dir nicht mehr gehört. Da will ich mich ins Grab bringen. Frische ist wie das Frische. Ja. Sehr lecker, mein Schatz. Mein Herz, ey. Ich dachte nicht, der wäre schon draußen. Ich hab dir nicht gehört. Und dann kommt er nochmal rein. Alter. Das hat man zweimal vor, ja. Ah. Ich weiß echt nicht, was heute los ist, aber heute habe ich irgendwie. Ich hab's heute mit dem Erschrecken, ne? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich werd nicht mehr. Ach Gott. Ich hab auch den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich stecken geblieben bin gerade. Ich wollte noch irgendwas zu der Klasse sagen. Ich hab's vergessen. Es fällt mir hoffentlich irgendwann wieder ein. Aber ja, es ist ein Magier. Es ist ein Magier. Und ich spiele ja also eigentlich nicht gerne Heiler. Aber das ist meine favorisierte Klasse in Lotro. Ich liebe diese Klasse zu spielen. Und ich glaube, das ist auch meine Klasse, wo ich keine Angst habe vom Heilen.
vermute ich einfach mal. Ach Gott. Erstmal vor dem Schocker holen. Ah. Hilfe. Voll fertig. Oh, ja, gut. So viel dazu. Ich habe eine neue Nachricht. Okay, nehmen wir einmal. Nehmen wir einmal an. Hat das einer geklippt? Ich glaube ja, ich glaube ja. Ich glaube, das wurde geklippt. Alter, ihr macht übrigens heute echt Rekorde, was die Clips angeht. Wir sind bei 8 Clips. Alter. Ha, diesmal habe ich mich nicht erschreckt. Ich hab's klicken hören. Oh, sieht gut aus. Nein. Perfekt. Zu mild? Nein, perfekt. Leicht würzig, cremig und sehr intensiv im Geschmack. Richtig lecker. Richtig lecker. Und das kriegst du nicht wieder. Okay, das darfst du. Ist ganz kalt. Oh, ist das geil. Ja, so eine leichte Schärfe. Aber die ist super. Mm. Also, weiß nicht, wie lange du noch machen willst. Ich bin gleich fertig. Okay, dann. Halbe Stunde. Okay. Super. Ja, wie gesagt, halbe Stunde noch, dann raid ich noch und dann komme ich zum Essen. Super. Bin auch ich. Okay, ich glaube, er ist wirklich draußen. Oh. Puh. So. Weiter geht's. Ah, so. Ich muss das Clip und den Discord stellen. Oh, ich guck mir das nachher alles an. Ich bin echt gespannt, was ihr da für Clips gemacht habt. Ich bin echt gespannt. Das muss ich mir echt ansehen. Eieiei. Oh, ich wollte euch was. Ja, eine Aufzeichnung brauche ich noch. Na, das erklärt nicht lange für den Lachflash. Aber ich glaube, er wird trotzdem gut sein. Er wird trotzdem gut sein. Neue harsche Worte, okay. Ich nehme uns einmal die Truhe. Nebenbei mampfe ich einfach mal die leckere Soße. Wir brauchen noch die letzte Aufzeichnung. Eine Aufzeichnung fehlt noch. Eine einzige. Dann hätten wir das nämlich auch fertig. Okay, dann nicht. Okay, das können wir da hinten abgeben. Machen wir das einmal schnell.
Dann reiten wir mal auf die andere Seite. Ich mein. Hat sie ganz geklappt, aber. Hallo Luna! Ich wurde heute zu oft erschreckt. Viel zu oft. Ich glaube, ich werde mich nachher von meinem eigenen Spiegelbild erschrecken. Seid gegrüßt. Kann ich das gebrauchen? Oh ja. Nachher nochmal Schreckung. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Nee, den habe ich zurzeit zu oft gesehen. So. Ach, da ist noch eine Quest. Ich mache jetzt noch. Ja, so 20 Minuten. Ungefähr. Könnte ich einen Augenblick. Weil dann gibt es lecker Essen. Busches bereitet nämlich gerade lecker Currywurst zu. Und ich würde gerne mit ihm zusammen essen. Deswegen. Ja. Und in 20 Minuten ist dann Feierabend. So schrecklich wie ein frisches ist kein Jumpscare. Kommt drauf an! Kommt drauf an! Ein frisches hat so seine Momente. Wie eben gerade. Das war jetzt heftig. Ach, da greift mich so eine scheiß Ratte an. Luna, frisches ist einfach schrecklich gut. Das schrecklich kannst du auf verschiedene Arten auslegen. Frisches ist einfach nur schrecklich gut. Schön abbauen, dann wieder Ziege. Und jetzt einmal auf die andere Seite. Und das am besten, ohne dass hier große Kämpfe verwickelt werden. Weil leider war es das ja noch gar nicht mit den ganzen Quests hier. Oh Gott, es gibt doch so viele Quests hier. Die Hügelgräber ziehen sich immer so ein bisschen. Obwohl sie cool sind. Aber sie ziehen sich. Wie gesagt, hier gibt es halt auch den ersten Dungeon. Der müsste, glaube ich, hier auf der zweiten Map sein. Juhu, hier gibt es noch mehr Quests. Flucht gehen Süden. Zu Diensten sein? Okay, dann haben wir hier noch diese Jagdaufträge. Aber absitzen. Jagdauftrag. Ich einen Moment eurer Zeit stehlen? Schneider Kunst Drechsler, Gelehrte. Gesellen für Metallkunde. Goldschmiede. Wäre natürlich gar nicht mal so schlecht. Komm, machen wir. Sind zwar wiederholbare Aufträge, Moment. Aber das machen wir einfach mal. Einmal machen wir sie. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Einmal machen wir die. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Der hat Quests. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja, das tust du. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Okay, da ist nichts weiter. Die sind jetzt alle auf der anderen Ebene, oder? Okay. Ja. Alle auf der Ebene da hinten. Huiaiai. Ja, hier ist einer. Das sind es. Oder ist die für den Dungeon? Die Dungeon Quests. Der brauche ich tatsächlich dann auch wieder. Hybrid und Mappa. Da brauche ich euch beide. Aber das hat Zeit. Das ist ja erst Level 23, 24. Da bin ich auch noch nicht bereit für.
Da muss ich auch noch ein bisschen was für tun. Gut, Mappa ist soweit. Also wie gesagt, die Quest für das große Hügelgrab, also für den Dungeon, gibt es dann hier. Hier. Wenn du dann in dem Gebiet sein solltest. Also, kannst dir da ruhig Zeit lassen. Ich brauche noch ein bisschen bis dahin. Ich denke mal so zwei Streams mindestens. Zwei Lotro-Streams. Also, immer wieder Ruhe. Das läuft uns nicht weg. Ich kann sie sowieso nicht allein machen, von daher passt das. Genauso wie die Saat der Fullness. Ist ja auch unser City. Da freue ich mich aber schon drauf. Da freue ich mich drauf. Das mal hier einmal alles weg. Machen wir das einmal so in der Reihenfolge. Okay, ist aber trotzdem alles da hinten. Außerdem hat man ja bis dahin sowieso mehr als genug noch mit der Hauptstory zu tun. Weil bald kommen wir dann noch auch nach Bre. Wie gesagt, eventuell mache ich morgen nochmal einen Stream. Weil jetzt geht's ja wieder, ne? Jetzt kann man es ja machen. Aber das wäre morgen halt wirklich komplett spontan. Und wenn, wahrscheinlich auch vormittags und nicht so lange. Es sei denn, der Hund pennt durch, dann könnte es auch länger werden. Mal gucken. Mal gucken. Nee, ich muss da tatsächlich oben was machen. Was muss ich denn hier machen? Ah, so. Stimmt. Die Quest mit Amlach. Ja, da war ja was. Die Amlach-Quest. Hallo, meine süßen Graponeute. Wie gesagt, und Mittwoch wäre dann, wenn abends ein Stream. Je nachdem, wie kaputt ich dann bin. Also, es findet jetzt erstmal alles spontan statt. Da ist dann ausnahmsweise mal kein Vormittagsstream. Und Donnerstag auch nicht. Da turne ich beide Tage bei meiner Oma rum. Habe ich noch Zeit, noch ein paar Unholde zu töten? Ja. 11 Minuten haben wir noch. Wo seid ihr denn? Da hinten. Ich hoffe, ich seid die Viecher, die ich brauche. Ja. Na gut. Wir haben sie. Hab mir mal wieder Netflix angeschaut. Empfehlung, was ich gucken muss. Oh Gott. Gute Frage. Also was neue Sachen angeht bei Netflix, bin ich tatsächlich nicht ganz up-to-date. Ich hänge zurzeit wieder bei Walking Dead rum. Ich weiß nicht, ob einer im Chat vielleicht eine Idee hat. Ich glaube, Hybrid hatte mir jetzt, glaube ich, neulich dieses Squid Game, glaube ich, empfohlen. Dann gibt es ja den neuen Pokémon-Film. Hatte mir Iron, glaube ich, empfohlen. Also. Nee. Ich weiß nicht mehr genau, wer. Auf jeden Fall so ein, zwei Sachen. Bestimmt. Die Geisha kann ich empfehlen, aber die ist nicht neu. Also, die ist nur gerade zur Zeit da.
Weil die sucht die zurzeit rauf und runter. Ich weiß nicht, wieso mir zurzeit der Film so antut, aber irgendwie habe ich die Gesche jetzt schon 7 Mal geguckt. Obwohl ich den Film auch vorher schon kannte. Und einer meiner Lieblingsfilme ist. Irgendwie zieht es mich immer wieder dahin. Kannst dann ja mal berichten, wenn du es gucken solltest, wie es ist. Also Hyper fand es ganz cool. Und ich glaube, Faya hatte mir gestern Abend auch noch davon erzählt. Der fand das, glaube ich, auch ganz gut. Und der ist eigentlich überhaupt nicht so der Serientyp. Was mich schon gewundert hatte, als er von der Serie erzählt, weil immer wenn ich sage, ey, guck dir das und das mal an, heißt immer so, nee. Und wie gesagt, ansonsten, ich hab zwar Netflix, aber bin trotzdem nicht up to date. Ich gucke eh immer das Gleiche. Das ist wie mit dem Essen. Man kann mit mir in noch so viele Restaurants gehen, ich bestelle trotzdem mal Wiener Schnitzel. Das ist unheimlich. Mit mir kann man aber nirgendwo hingehen. Nein. Einmal raus. Raus und... Mir wurde das jetzt auch schon dreimal vorgeschlagen. Warte auf meinen Laptop, damit ich das dann entspannt gucken kann. Ja, vielleicht. Also ich weiß nicht. Nee. Vielleicht schaue ich nochmal rein, aber. Ja. Gucken. Erstmal Walking Dead zu Ende machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Erstmal Walking Dead. Das hat erstmal höchste Priorität. So, ich stelle mich gleich mal in eine sichere Ecke. Nachdem ich die beiden hier erledigt habe. Also hier hinten merke ich schon, dass das Level echt deutlich anzieht. So. Dann einmal mit der Ziege. Uns einmal wieder einen sicheren Ort suchen. Und dann gucke ich gleich mal, dass ich euch irgendwo zu irgendwem Nettes hinraide. Wie gesagt, dann mal gucken. Mal gucken, wann so der nächste Stream ist. Ich kündige das dann auf jeden Fall auch auf Discord an. Wenn ich vorhabe, das nächste Mal zu spielen. Hui. Auf jeden Fall Freitagvormittag. Das steht auf jeden Fall. So. Hier sind wir sicher. Dann verlassen wir einmal das Spiel. Gehen einmal hier rüber.